Moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren React-Video auf unserem Kanal. Heute mit dem Kanal Score is Live mit seinem Video meine China-Ghetto-Tour. Und ja, ich bin gespannt, wie ghettohaft es wird. Untertitel sind an, Zellos ist auch dabei, guten Tag. Ich bin auch sehr gespannt an der Stelle, ja. Vor allen Dingen, was wir jetzt alles zu sehen bekommen, was für Verhältnisse man teilweise lebt. Ich bin auch gespannt, ob er auch mal ein bisschen sagt, so Verhältnis, wie viel Geld er für Miete zahlen musste und sowas, damit er so, wie er gelebt hat. Aber ja, bin gespannt. Genau, wir starten einfach, wenn ich Go sage. Zellos hat das Video auch auf und wir starten Jawohl. in 3, 2, 1, Go. Interessant ist hier, dass hier eigentlich, hier wurde eine Tür rangebaut mit einem digitalen Schloss, wo man nur mit seinem Ausweis rein durfte, den musste man hier ranhalten. Und als das eingeführt wurde, waren die Leute so erbost darüber, über diese Überwachung, weil da nämlich auch noch eine Kamera mit dran war, dass die Leute innerhalb von ein paar Tagen diese Tür komplett kaputt gemacht haben. Oh, spannend. Achso, das ist jetzt quasi der Teaser, bevor es eigentlich losgeht. Wahrscheinlich, genau. Ja. So habe ich gewohnt, ne? Bevor ich meinen Durchbruch hatte in China. Das ist doch eine schöne Veranda, guck doch mal hier. Genau. Dann kommen wir nämlich in das Viertel, wo ich gewohnt habe, wie gesagt, zu der Zeit, als ich hier echt in krasser Armut gelebt habe. Und was meine ich damit? Krasse Armut im Sinne von, ich hatte circa ein Budget zum Essen von 1 Euro am Tag. Und ja, auch in China ist das ein sehr, sehr niedriges Budget. Davon kannst du dir circa eine Portion gebratene Nudeln am Tag leisten, aber auch nur die vom Straßenrand, wo du nicht weißt, was die da reinmacht. Ich habe mir hier eine Arbeitersiedlung Wohnung gesucht. Ja, aber wieso hat er so in Armut gelebt? Das würde mich mal interessieren. In deutschen Berichten würde mich auch interessieren, ja. Das waren dann circa 200 Euro Miete. Und dann, ja, war immer so mein Ziel, circa 300 Euro im Monat zu verdienen, damit ich überleben kann. Damit ich die Miete hatte. Vielleicht ein Student? Ein bisschen Essen und eben dann noch sowas im Leben so an Spesen ansteht. Dass man das irgendwie hinbekommt. Ohne. Ich habe in der Vorschau gesehen, bei den vorgeschlagenen Videos, dass da auch irgendwie ein Konzert hat. Also er macht vielleicht Musiker. Okay. 2 Jahre hat es gedauert, von der Entscheidung, mich selbstständig zu machen und mich nur noch auf die Musik zu konzentrieren. Ah, Musik, ja. Bis zu dem Zeitpunkt, dass ich tatsächlich mit meiner Musik viral gegangen bin und endlich mal genug verdient habe, um halbwegs vernünftig zu leben. Ich habe fast geheult, als ich mir das. Aber das ist dann auch ein Werdegang, ne? Ausgerechnet China dann an der Stelle. Ja. Im Adidas-Laden. Da frage ich mich, ich meine, wenn er da leben will, ist das ja okay, aber wenn der Musik macht, wahrscheinlich wird er ja auf Deutsch oder auf Englisch singen, nehme ich mal an. Das war richtig krass. Warum geht man dann nach China? Also soll er machen, ne? Jeder ist seines Glückes Schmied, aber. Grundsätzlich interessant, ja. Aber gut, wir kennen die Hintergrundgeschichte dazu jetzt nicht, ne? Deswegen. Wenn du plötzlich was leisten kannst. Und jetzt sind wir auch schon in dem Viertel angekommen, wo ich damals gewohnt habe. Und günstige Gegenden kennzeichnen sich auch dadurch, dass du halt noch viele von diesen Streetside-Vendors hast. Mhm. Also du hast einfach viel Streetfood, was natürlich aus Sicht eines Ausländers interessant und cool ist, aber das ist halt oft auch qualitativ schlechtes Essen, was sehr ungesund für dich ist und entsprechend sehr günstig. Ja, der Gasgrill da. Ja, oder der Gas, das ja. Solltet ihr nicht zu oft essen, wenn ihr nach China kommt. Ja? Die Versuchung ist groß. Ich würde aber abraten, das jeden Tag zu essen. Ja, er hat es auch selber gemacht. Glaub ich. Ja, gut, da wird es seinen Grund haben, warum er es auch sagt, denke ich mir. Wo wir eben drin waren. Alles ein bisschen ungeordneter und der immer lade. Nicht so einer geilen Auswahl. Hier haben wir einen Fake Apple Store, gemischt mit einem China Motor. Ah! Geil. Im Blumenladen, Blumenladen ist top, cool. Genau, sobald wir hier ankommen, ist alles ein bisschen mehr Ghetto. Der ehrlichste Laden auf der ganzen Straße, der Blumenladen. Wahrscheinlich schon. Und hier ist einfach mehr Lust auf der Straße. Also bis heute gefällt es mir in solchen Gegenden besser. Was? Wir sind hier aber immer noch nicht in der Hauptgegend. Weil das hier ist eigentlich noch relativ nett. Aber wir kommen gleich in eine Seitenstraße. Denn dort, wo ich gewohnt habe, war das ein ziemlich kleiner Teil, der wie eine Arbeitersiedlung war. Dort, wo ich meist streame, ist das halt eine sehr große Siedlung. Hier ist es halt so eine kleine, die mittendrin ist. Also gemütliche Vorstadt, mehr oder weniger so. Ja, relativ normal aus alles. Ja, typische Touristenfalle, so mehr oder weniger. Oder ja, Touristengegend, so. Die Leute rollen hier noch schön
mit solchen Sachen durch die Gegend. Die Autos haben kein Vorrang. Wenn du dir keinen Roller leisten kannst oder ein Auto, dann. Ja, aber was hast du denn da drauf? Gute Frage. Sehr viele Läden, die draußen, wo draußen Leute sitzen, ja, auf einfachen Hockern, daran erkennst du halt auch eine Gegend, die vergleichsweise. Was hatte der denn da ja, mit seiner Jogginghose? Vom Einkommensstand niedriger sind. Du erkennst die Gegend auch dadurch, dass du diese Wände hast, die voll sind mit Wohnungsanzeigen. Zum Teil noch von ich wollte gerade sagen, das ist die gleiche oder nicht? Oder? Hier zum Beispiel. Nee, das sind immer andere. Daran erkennst du echt Gegenden, wo viele ja, Gastarbeiter wohnen, wo die Leute sehr wenig Einkommen haben. Ja, da steht ja jemand, der irgendwie alles auf seiner Karre schiebt. War dort ein Stand, wo es gebratene Nudeln gab. Chow Mien, Chow Hefen. Da war eine Dame drin, die hat bis in die Nacht um 4 oder so hat die den aufgemacht und dann hat ihr Kollege weitergemacht. Oh, Alter. Da hast du für 1 Euro deine gebratenen Nudeln bekommen, dadurch konnte ich überleben. Sieht man auch in einem ganz alten Musikvideo von mir, das heißt auf Englisch Chinese at Heart. Da sieht man noch, wie ich echt aus meiner Wohnung komme, der Arbeitersiedlung, hier runtergehe und dort Nudeln esse, weil das einfach ein Teil meines Alltags war früher. Ich weiß noch, wie ich dort saß, die Nudeln gegessen habe für mich und am Tisch mit mir saß so jemand, ein Lieferant, und ich habe mit ihm angefangen zu unterhalten und habe ich ihn immer gefragt, was er so verdient. Nichts. Ich glaube, er meinte Sitian Kuai. Das sind ca. 4.000 Yuan, das sind ca. 500 Euro. Und okay. Ich dachte, krass, Digga, damit verdienst du 200 Euro Miete. Und er hat dann natürlich gelacht, weil eigentlich normalerweise Ausländer viel mehr verdienen. Und gesagt, nein, ich bin selbstständig, ich verdiene weniger als du. Und es ist schwer, deswegen wohne ich hier halt auch in der Gegend und so. Und der war natürlich sehr überrascht. Das weiß ich noch. Hier habe ich gewohnt. Würde mich wirklich, also ich werde es niemals erfahren, aber es würde mich wirklich mal interessieren, warum er dann überhaupt nach China gegangen ist, wenn er so eine Aufsicht hatte. Auf Leben. Zu der Wand vorhin. Ich habe echt gedacht, das wären so Kleinanzeigen oder sowas, aber dass es dann so Wohnungsangebote sind, das macht irgendwie Sinn für die Gegend, weil das sind, wenn die so Zeitarbeiter hast, die brauchen dann eine Bleibe oder sowas, dann brauchen die günstige Wohnung. Schloss, wo man nur mit seinem Ausweis rein durfte, den musste man hier anhalten. Und als das eingeführt wurde, waren die Leute so erbost darüber. Das ist halt echt krass, wie die überreagieren bei sowas dann. Ja, aber kann ich auch verstehen, das ist ja total die Kontrolle, also vom Staat. Ja gut, das ist wäre ein separates Video wert. Und dann wurde es wieder repariert und das ist immer wieder passiert, sodass... Finde ich irgendwie ein bisschen beruhigend, dass manche Chinesen sich dagegen so ein bisschen wehren, ehrlich gesagt. Ja. Weil man sonst so vor den Medien immer nur so mitbekommt, dass sie alles da mit sich einfach so machen lassen. Dass sie sich einfach, ja, eben. Wenn du hier reinkommst, siehst du schon, wie das aussieht von innen. Du siehst ja auch überall diese Sticker. Mhm. Das ist Werbung, zum Beispiel für Leute, die hier was reparieren können oder so. Wahnsinn. Naja, so. Genau. Von wegen, wir wissen, dass hier alles kaputt ist, ruf mich doch an. Ja, genau. Ja. Ah, dein Stromzähler direkt unten, da kann jeder gleich gucken an der Stelle. Schön. Jetzt habe ich gerade irgendwas mit Rapper gelesen, aber nicht gehört. Das heißt, er macht Rapmusik, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber hat er, glaube ich, eben auch schon mal gesagt. Ja. Da gibt es bestimmt manche Gegenden in Berlin und München und so, die sehen auch nicht viel anders aus. Ach, doch nicht in München, Zellos. Da fließt Honig aus den Wasserleitungen. Okay. Dafür sorgen schon die bayerischen Politiker, die CSU. Da ist alles perfekt in München. Ja, das ist jetzt eine so eine Wohnung. Hey, Strom! Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es angeht. Das Video wird irgendwie immer leiser. Ich kann es aber jetzt irgendwie gerade. Ich hoffe mal, dass er gleich wieder lauter wird. Ich denke, das wird jetzt daran liegen, dass er jetzt in einer Wohnung drin ist, die offen stand. Und er jetzt einfach reingegangen ist und keinen Ärger will. Also ich höre gerade auch sehr wenig bis gar nichts, aber man hat ja die Untertitel, die lese ich gerade auch. Kommst also in die Wohnung rein, was du siehst, ist dieses Bett. Ich bin schon mal Breitbild eingestellt, ne? Mhm. Also dieses Bett. Ich minimiere mal und mach mal ein bisschen lauter. Eine Toilette, klar.
Ach, die Dusche gleich da drin oder was? Ja, das ist eine Dusche mit Klo-Verbindung. Ja, gut. Wie sollst du machen bei dem kleinen Platz? Das stimmt Ja. schon. Krass. Aber einen kleinen Balkon. Ja, wow, mit was für einer Aussicht, ne? Concrete Jungle. Wow. Das ist Ah, sogar nur ein Kühlschrank. ein Das heißt, Waschbecken man kann und sich eine hier. kleine. Ein Das ist Kühlschrank, ein schon kleiner. richtig. Und einen kleinen Kleiderschrank. Also wie gesagt, Nein. es ist unfassbar leise. Normalerweise. Ja, Ich entschuldige mich mach damit ein nicht bisschen, lauter. aber ich höre bei mir Und auch dann ist fast es hier gar einfach nichts richtig. selber. Also und wahrscheinlich gleich wird es wieder unfassbar laut werden. Bei mir kam überhaupt Okay. kein Ja Sonnenlicht gut, rein. du hast sogar bei der Wohnung hast jetzt so ein bisschen Ja, Sicht schon. sogar noch, aber auch nur auf deine Nachbarschaft. Hier ist sogar ein Kühlschrank drin. Hatte ich bei mir auch nicht. Also diese Wohnung ist besser als die, die ich hatte. Ich hatte nur ein Bett. Krass. Und ich hatte halt ein Bad. Das war aber noch mehr an der Wand versteckt als das hier. Du kannst kacken und duschen Wenigstens hatte ich einen gleichzeitig, Raum, das ist ja geil. kein Bad. Das ist geil, ja, oder? Purer Luxus. Davon Nein, können ist die natürlich Deutschen noch schon, was lernen. genau, das ist natürlich schon echt übel. Aber ja, kein Platz für eine Küche oder sowas. Ich glaube, das ist eher allgemein bei denen so, dass sie eher draußen essen. Dass sie irgendwo essen gehen, Ja gut, Restaurant wenn oder du was 1 haben. Euro hast, dann kannst du eh nicht leisten, was zu kochen wahrscheinlich. Mittlerweile renoviert Ja. haben, ist das Boah, nicht das ist so. so leise. Ohne Aber weiteres gut, ist die das hier Untertitel perfekt. sind relativ okay. Ich stelle es jetzt nicht noch lauter. Bei Ich mir höre auch. selber gerade auch fast nichts. Definitiv. Aber der ist, wie du eben schon gesagt hast, wahrscheinlich gerade leiser, weil er niemanden stören möchte. Und man sieht, Ja. daran erkennt man, dass das auch ein Hausflur eigentlich ist. Seht ihr diesen ganzen Müll? Ja, hier sind wir. Oben der schöne Balkon. Da war mal früher eine Tür. Anscheinend, glaube ich. Bitte nicht nachmachen. Ach so, da war früher, waren früher auch noch Häuser und das ist jetzt quasi Vom das Dach letzten geworden. Sofa. Bitte nicht nachmachen. Okay. Ja, bitte, bitte nicht nachmachen. Ich war auf diesem Dach schon sehr oft drauf. Ich weiß, wo ich lang kann. Jetzt mache ich eben. Ach, sag bloß, hast du eine Sturzgefahr bei dem Ding? Ja. Hast du. Na gut, die Aussicht ist okay, Ja, Leute. sage ich mal. Naja, So habe es ich geht so. gewohnt. Geht so. Bevor ich meinen Durchbruch hatte in China. Okay, jetzt ist er wieder lauter. Ne? Das war nicht so einfach. Aber ich war glücklich, weil ich mein eigener Boss war und jetzt auch immer noch bin. Und zum Glück ist das Ganze ja aufgegangen. Es hat lange gedauert, sehr viel länger als erhofft, sage ich mal. Man hofft natürlich schnell mal immer auf den schnellen Erfolg. Ja. Zum Glück muss ich jetzt nicht mehr in so einer Siedlung leben. Ich habe auch gar nichts gegen die Siedlung, aber es ist ja auch darum, dass du da keine guten Wohnungen einfach bekommst da drin. Sieht halt einfach trist Die auf Wohnungen trist auf ficken halt. trist. Klar. Du bist Und wahrscheinlich einfach teilweise nur auch die Nachbarn, depressiv oder krank, die wenn du da hier morgens schon lebst. super laut waren. Ja. In der Nachbarwohnung waren locker 20 Frauen drin, Gastarbeiterinnen, die morgens schon rumgeschnattert haben bei offener Tür, wo du einfach nicht schlafen konntest. Krass. Nicht so geil. The Ja. Lost Place Tour, ja. Tja, hier habe ich gewohnt, meine Leute. Seht ihr, wie dreckig diese Gebäude sind? Sowas in etwa ist das auch hier, wobei dieses noch dreckiger ist. Das ist halt eins der Ja, sehr beruhigend. schlimmsten. Das ist echt so das günstigste Gebäude, was du hier bekommst in dieser Gegend. Richtig schönes Ghetto-Gebäude, Arbeitersiedlung, wollt echt nur Gastarbeiter und so arbeiten. Weil die sich dann leider nichts Besseres. Das ist dagegen nebendran schon richtig Ich weiß nicht, luxuriös ob mit ich das weißen habe ich Wänden tatsächlich und nicht guck mal, das hat gewohnt. nicht mal Warum Löcher. lebt ein Ausländer hier? Keine Löcher, kein gar nichts. Und guck mal, das da Ja, mit dem aber warum er Treppenhaus das und macht, dem. das Bin ich wundert aber mich seit halt auch, 2020 aber raus. ist seine Kurz Entscheidung. nachdem ich meinen Ja. viralen Hit hatte, konnte ich hier ausziehen. Aber ja, es gehört dazu. Wisst ihr, diese Wohnung hier? Es gibt ja auch welche, die ein bisschen die besser restauriert sind und so, renoviert und so. Das sind echt coole Wohnungen, weil die halt nicht so hoch sind. Da hast du noch mehr, da kommt noch mehr ein Gefühl von Gemeinde auf. Ich mag die. Ich wohne jetzt auch in einem, das nicht so hoch ist. Gefällt mir besser, wenn du halt noch zu Fuß in dein Stockwerk hochkommst, als wenn du in so einem großen Ding wohnst. Habe ich auch Ja, in einem schon. von den großen. Ja, klar. Mag ich aber nicht so gern, wenn man einen Fahrstuhl braucht und Ja, kann so. ich Da verstehen. bist du Ja. eine Nummer und ja.
Kennst Tja, und niemanden. mittlerweile sieht das hier noch schlimmer aus, als es damals ausgesehen hat, als ich hier gewohnt habe. Da war es auch schon sehr müllig, aber es wird nur noch mülliger. Ja, wer soll schon danach gucken, in dem Ja. Sinne? Blöd, wenn du da rauf kommst. Ist halt wackelig. Kann nicht schnell was passieren. Guck mal, da hätte ich jetzt ganz leicht Gut, gegenhauen dass die können. Stromsicherung sicher Okay, ist und ist da nichts vorbei. passieren kann. Deswegen mache ich jetzt das Licht aus. Damit sie nicht merkt, dass ich hier filme. Ich werde jetzt ganz leise reden. Ja, das ist genau das, was ich gedacht habe, dass er die Leute nicht Ja, lass mal irgendwie. aufhängen. Das scheint ja auch echt gefährlich zu sein, da auf dem Dach Kann wegen man Einsturz und sowas, ne? ja, genau, das ist auch mein Gedanke. Hat er auch gesagt, er weiß, wo Ach, er guck mal, da laufen ist kann sogar an der jemand. Stelle. Ja. Ist hier. Aber Na? Chinesisch kann er. Ja, zum Ja, gut, Bettschüler. sonst Zum wäre Bettschüler. es ja auch schwierig, da Die zu Nacht. leben. Ah. Ah, ist eh schon offen, okay. Die Tür ist also auch kaputt. Ne? Du bist da ja auch gar nicht sicher, ne? Also ich meine, klar, da kannst du ja eh nichts Die glauben, weil Tür die ist aber, wenn Personen, es die da kaputt leben, ist, nichts aber nur haben, angucken. aber. Das ist immer Ah, kaputt. da ist Wurde kaputt ja. gemacht. Da ist ja Hier sogar auch ist noch so ein Ding die an der Anwalt über Stelle. euch, aber ich habe da auch gegengetreten und die Tür mit kaputt gemacht damals, weil mich das richtig genervt hat, dass man hier mit dem Was Ausweis stand da eben? hin musste und der Das, was er Gesetzeslicht eingeblendet gescannt hatte? wurde. Ne? Hm, Damit ich schön die gucke kurz Leute aus nochmal. der unteren Klasse hier überwacht werden, wann sie nach Hause kommen. Das fand ich eine Gemeinheit. Tja, für die Leute, die eben noch nicht dabei Die waren, folgenden Aussagen entsprechen nicht der wenn man Wahrheit, also hier okay. rausgekommen wäre, Also, dass er die Tür eingetreten hat und hier sowas meinte. gegenüber, Okay. hier wo gerade dicht ist, da war immer der Nudelladen, wo ich hingehen Achso, soll ich und dir für sagen, einen wo ich Euro gerade bin, Nudeln dass du essen bitte konnte? gleichzeitig mitgucken kannst? Aber Das ich eben auch bin mein noch 30 tagesübliches Sekunden, dann ist es Essen konnte. vorbei. In der Zeit, als ich eben noch keinen Erfolg in China hatte. Hey, ja. Heute wird ja. Auf jeden Fall Und hier drüber war. mutig, als Ja. junger Mensch alleine nach Das war eben China. eine Frau in einem anderen Laden, wo man auch sehr günstig essen konnte. Und ich habe gesagt, oh, lange nicht mehr gesehen. Sie wird mich auch lange nicht mehr gesehen haben, weil ich lange nicht mehr in dieser Ecke war. Ja, auf jeden Fall in diesem Sinne vielen Dank dafür. Ja. Ja, krass. Und bis zum nächsten Mal und schönen Sonntag. Aber da musst du ein Stück überlegen, ne? Also da hat ja dann gesagt, einer von den Lieferjungs verdient 500 Euro circa. Dann hast du ungefähr 200 davon die Miete. Hast dann regelmäßig dann was essen, dir holen müssen. Also hast irgendwo draußen gegessen, sagen wir mal für 1 bis 2 Euro, weil du einfach keine eigene Küche hast. Und das ist jetzt Ja. aber nur für dich an der Stelle, ne? Also dann hast du auch noch so einen Berufsbereich, wo du dann Musik machst und so, wo es dann von einem Tag auf den nächsten heißen kann, Ja, ja, wo du hat er bist jetzt das nicht denn mehr. aufgenommen? Ich meine, er scheint ja, also ich kenne ihn nicht so, aber er scheint ja irgendwie Hip-Hop-Musik zu machen. Und das muss er ja auch irgendwie aufgenommen haben. Aber warum? Aber das werde ich niemals erfahren. Vielleicht schreibt es irgendwer in den Kommentaren. Der wird ja, gut, vielleicht macht er auch Hip-Hop auf Chinesisch, er kann ja Chinesisch sprechen. Vielleicht gibt es das da nicht und das sieht er so als Marktlücke oder so. Ich meine, dann ist es ja vielleicht gar nicht so eine dumme Idee gewesen. Ja. Aber ja, also ich fand es krass. Ich habe auch schon Videos mit schlechteren Lebensbedingungen gesehen, aber trotzdem schon krass. Aber es ist schon, du merkst halt, dass da einfach keiner mehr danach guckt. Es ist halt wirklich so, dass es, du kannst froh sein, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, Ja. aber wenn du irgendwelche Nöte oder Sorgen hast, sei es medikamentös oder sonst irgendwas, die Nachbarn interessiert es nicht. Also du Nee. musst halt gucken, dass du jemanden hast oder jemanden kennst, der da relativ schnell nach dir gucken kann, wenn irgendwann ein toter Mann sein sollte. Aber du merkst halt, das ist so abgeschieden. Ich weiß nicht, Ja, so heftig. trist an der Stelle, ja. Aber gut, ich Aber. will's. Ja, willst du noch was sagen? Ich wollte jetzt gerade abmoderieren, ich wollte dich nicht Nee. unterbrechen. Sehr interessant grundsätzlich fand ich das Video Ja. von, dass man mal überhaupt mal sowas sieht, weil ich habe einfach mal gedacht an der Stelle, krass, wenn du überlegst, kein Platz zum Umfallen. Toilette in der Dusche, wie gesagt. Das ist modern. Schon krass. Aber ja. Sind halt Bedingungen, das kannst du halt eigentlich niemanden hier vorsetzen. Aber wenn du nichts anderes hast, dann musst du an der Stelle. Ja. Aber boah. Ich wäre gespannt noch. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat. Vielleicht hat er das erwähnt und wir haben es nur nicht mitbekommen.
Wie lange das? 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Boah. Ich glaube, nach ein paar Monaten wäre ich schon an den Rand des Wahnsinns gekommen, glaube ich. So ein Ja. bisschen. Keine Privatsphäre, keine Möglichkeit, irgendwie dich wirklich sauber zu machen. Ich habe jetzt auch keine Waschküche gesehen oder sowas oder irgendwas, wo du dann mal kurz deine T-Shirts sauber machen kannst. Am Endeffekt wird dann wahrscheinlich, wenn die Leute dann am Balkon dann mit Seifenlauge und Schupper irgendwie ihre T-Shirts sauber machen. Keine Ahnung. Echt krass. Aber gut, wir Echt haben es krass. ja noch gut. In Deutschland ist es noch nicht so weit. Mal gucken, was die Zukunft so bringt. In dem Sinne, bis zum Sehr nächsten interessant, Mal. ja. Macht's gut. Grüße gehen Tschüssi. raus. Ciao.